Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Factorio mit mir, Karo7. Und ich war jetzt gerade hier mit der Maus über unserem coolen Roboport, habe ich gesehen. Ja, wir machen jetzt hier einfach mal eine zusätzliche Stahlproduktion auf, dass wir hier einfach parallel zu dem ganzen anderen Gesumse ein bisschen Stahl produzieren. Und hier, das muss mal, das geht ja hier so gar nicht mit den alten Crappy Poles hier. Das ist ja grauenvoll ist das. Oh, jetzt habe ich gerade. Oh, an so einem blöden kleinen. An so einem Teil hing jetzt die ganze Versorgung, oder was? Ich glaube, wir verbrauchen jetzt momentan tatsächlich zu viel Strom wieder. Ja, der Energieverbrauch ist enorm gewachsen jetzt. Mann, Mann, Mann. Da müssen wir ja wieder mal was dann tun. Na. Wollte ich doch gar nicht. Ich wollte Folgendes machen. Und zwar, das hier bauen wir jetzt einfach mal so ab. Ja. Da, das Holz kann mal weg. So, genau, das wollte ich. Und dann machen wir nämlich hier auch diese Tunnel weg hier. Dass wir hier eine gesonderte Stahlproduktion haben. Ich denke, das wäre das Beste für diese Sache, weil das ist ja nun wirklich jetzt unser hauptsächliches Ziel, ne? Also zumindest meins. Also ich möchte jetzt halt mal wirklich das Ende auch erreichen. Also ich muss nämlich ehrlich sagen, ich habe es bisher noch nicht erreicht. Auch nicht in dem alten, mit dem alten Rocket Defense. Habe ich nicht gemacht. Und deswegen steht das für mich an höchster Priorität. Und hier machen wir, das sollte mit Red Belt reichen. Hier genauso. Und zwar holen wir uns hier mit einem blauen Splitter, den ich nicht herstellen kann, sondern herstellen lassen muss. Hier. Da haben wir noch welche. Perfekt. Kann der Rest hier mal einfach wieder mit rein. Machen wir hier mal einen blauen Splitter hin. Zack. Der uns dann da jetzt mal ein bisschen was rausspaltet. Ja, das einzige Problem, was ich hier jetzt gerade sehe, ist, dass wir hier einen Teil nicht an die richtige, also die jetzt nicht verteilen. Ich denke, das kann man hier dann mal machen. So quasi. Und wir dann hier mal Strommasten hinstellen. So, jetzt produzieren die hier separat Stahl. Und zwar haben wir, ja, haben wir, alles klar. Und zwar so produzieren die jetzt hier mal Stahl. Mit Speed. So, was wir jetzt auf jeden Fall mal machen sollten, ist gucken, dass wir noch hier mit den Efficiency Modules ein bisschen was ausstatten. Ich sehe jetzt hier auch noch gerade, da müssen noch Speed Modules rein. Zwei können auch mal raus und da können zwei solche rein. Das Ding ist überhaupt nicht connected, ne? Ne. Ist irgendwann mal ein Laser hingewandert. Jetzt ist er connected. Hier. Zack. Dass die ganzen alten Ölquellen einfach mal mit ihrem Maximalspeed das Öl auch rauspumpen. Wieso laufen die hier nicht? Weil die Ölleitungen voll sind. Weil, was? Es ist tatsächlich alles voll aktuell. Oh, die Ölraffinerien laufen ja fast permanent.
Ja, wir haben auch das Leichtöl hier hinten, glaube ich, versaut. So wie es aussieht. Oder wir haben einfach, ja, wir haben einfach zu viel. Wir haben einfach zu viel Leichtöl. Das ist ja unfassbar. Das, diesen Zustand gibt es? Ich gar nicht gedacht. Na gut, dann holen wir mal irgendwo hier produziere ich doch auch diese Produktionsstätten, oder? Das ist gerade gar nicht. Der hier kann weg. Der hier auch. Hier ist auch noch mit dem. Boah, hier ist ja noch ein uraltes Relikt. Die alten Sachen hier. So. Hier noch mit dem alten, dass die Kurven mit Red Belt ausgestattet werden und so. Mann, Mann, Mann. Das ist aber dann schon wirklich alt. So. Unsere Stahlproduktion hier, die reicht nicht, glaube ich. Die befüllt gerade momentan nur ein so ein Teil. Das reicht mir nicht. Dann bauen wir das hier mal um. Und den Splitter da, den würde ich gerne mitnehmen. Ja, so. Und wir machen dann einfach hier diesen mal kurz. Dass hier auf jeden Fall von dem anderen auch noch ein Teil abgespalten wird. Ey, das ist echt der Absurd hier, wie viel wir hier brauchen. Wie viel Stahl wir verbrauchen. Wir sind aber schon bei 55%. Bald ist es soweit. Und wir haben keinen Strom mehr. So weit ist es also gekommen, dass wir keinen Strom mehr haben. Das ist ziemlich bescheiden. Okay, das bedeutet für mich Ausbau. Da gibt es keinen Kompromiss jetzt. Vor allen Dingen auch, dass der hier zerstört wird und wir uns hier irgendwie zwischen gemogelt haben. Unsagbarerweise. Und wir dann jetzt mal eben hier das neue draufsetzen. Genau, und hier auch. Wir brauchen einfach mehr Strom jetzt. Muss jetzt eben einfach passieren. Weil mir geht das nämlich hier echt auf den Nerv, dass das nicht funktioniert. Das ist. Also das ist so eine Sache. Da bin ich wieder. Ach, ich bin ein bisschen angesickt deswegen, weil das hier echt einfach nicht geht. Wie viel Solarpanel haben wir denn? 400? Und wie viele Batterien haben wir noch? Wahrscheinlich auch nicht viele. Doch, 2.500. Okay. Alles klar. Dann schmeißt man doch mal den einen hier, den brauche ich nicht. Schmeißt mal die hier. Da habe ich, glaube ich. Ja, die fordere ich gerade nicht an. Das kann weg. Die können weg. Das kann weg. Das kann weg. Das Zeug hier kann auch weg. Interessiert mich nämlich alles nicht. Wir machen jetzt mal. Machen wir Begleitroboteranzahl noch erhöhen. Boah, 1.400. Können auch das Logistikinventar nochmal erhöhen. Die Öfen brauche ich aktuell auch nicht. Die alten Electric Poles, ey. Damit jetzt mach. Schmeiße ich hier mit rein, so. Kann man nämlich verbrennen. Und viel mehr sollte man eigentlich mit den Dingern auch nicht mehr machen. Und jetzt haben wir Kupfermangel. Weil Ziel nicht erreichbar. What? Wo will der denn hin? Außenposten 4. Der da. Alter, was ist denn hier los?
Na, superb. Ihr reißt mir hier den halben Weg ein. Oh. Sowas nervt mich ja. Alter. Die haben jetzt echt, also die wollten es hier echt wissen. Die haben ja echt das ganze Gebiet abgerissen. Mann, ey. Wofür baue ich das hier eigentlich alles so schön? Und was ist? Die reißen mir das hier alles ein. Oh. Haben wir, ja, haben wir noch. Alles klar. Zack, zack. Zack, zack. 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 Und dann hatten wir da in der Mitte so eine. Sehr schön. Und hier das. Machen wir jetzt einfach mal mit den gelben. Das muss reichen. Ich habe leider keine roten, ne? Nee. Die haben wir nicht gekriegt. Und da ist irgendwie ein bisschen Weltschrott. Ja. Der hier tut sowieso nichts mehr. Der auch nicht. Der hier auch nicht. So, und hier sehe ich jetzt gerade da noch massenhaft Eisenerz einfach so rumfliegt. Und dann mal hier einfach wegholen kann. 3, 4, so. Hier auch. Wahrscheinlich, weil das einfach in Massen noch auf den Transport Belts lag. Oh, ey. Wie mich sowas nervt, ey. Aber wirklich. Also das ist sowas. Ah. So, dann lass mal entladen. Und ich glaube, es werden keine Walls mehr produziert, weil wir keinen Stein mehr reinkriegen. Ich glaube, wir haben da nichts mehr. So wie es ausschaut. So, der kann jetzt direkt, der kann direkt durch, genau. Der Ölzug kann auch direkt durch, das ist schön. Ja, das ist doch alles super. Ich glaube, wir haben echt keinen Stein mehr, kann das sein? Wo habe ich denn eigentlich... Hier hätte ich doch, glaube ich, welche produzieren lassen, oder? Yep, wir haben keinen Stein mehr. Ist ja sagenhaft, dass das jemals passiert. Ja, ich weiß, dass da so leichte Felder sind. Hier gibt es auch ein paar kleine. Aber ein richtig großes finden wir nirgendwo, ne? Die gibt es einfach auch nicht. Boah, da ist ein fettes Eisenfeld. Alter Schwede. Wo werden wir angegriffen? Jetzt da. Oh, nee. Ja, wir könnten hier einen kleinen Außenposten auch machen. Oder wir binden einfach diese vier Felder da an. Mit sehr, sehr langen Transportbelts. Aber das wäre egal. Aber dann würden wir wieder Stein reinbekommen und wir könnten gleichzeitig auch mal das Kupferfeld anbinden. Boah, ist ja schlimm. So, wir haben 50 Miner, das ist super. So, und dann bauen wir nämlich jetzt einfach mal hier noch ein bisschen. Ihr müsst gleich noch ein bisschen mehr verteilen. Boah, Alter, hier ist ja. Boah, da sind ja Basen gespawnt. Das ist ja lächerlich, wie krass die sind.
So, dann machen wir die mal zunichte hier. 60. 64 können wir jetzt mittlerweile mitnehmen. Alter. Da geht was. Läuft. So. Alter, das ist ja grauenhaft mit den Basen hier. Wie nah die vor allen Dingen hier ran mittlerweile spawnen. So, wie sieht's denn aus? Boah, hier unten sind ja Basen. Müssen alle unbedingt weg. Wunderbar. So, meine Fresse, ey, hier war ja richtig. Also, hier ist ja immer noch richtig was los. Hier, die Basen müssen alle weg. Weil, boah, wir machen Pollution, das ist grauenhaft hier. So, jetzt haben wir die auch. Jetzt muss die nächste Basis noch weg. Wir müssen hier einfach mal für Ruhe sorgen, ey. Das ist ja sonst nicht mehr zu machen. Immer die Frage, wieso sind die da wieder am Rumballern gewesen? Ist hier einfach noch irgendwo ein Nest? Nee. So, die nächste Basis da unten muss auch weg. Alter, das sieht hier voll cool aus mit diesem kaputten etwas hier. Boah, ey, so ein großer Beißer, die sind aber echt bösartig. So, dann haben wir das noch. Die und die. Und jetzt kommen hier die Basen noch. Oder wie viel haben wir denn noch? Ich glaube, ich habe nicht mehr so viel zum Distracten, ne? Na gut. Das ging ja jetzt noch. Ja, puh. Können wir jetzt hier zumindest schon mal wieder näher ran, aber da, also wir müssen jetzt echt hier gucken, dass wir fertig werden, weil das wird immer schlimmer, was hier jetzt an Beißern auf uns zukommt. Und auch an Spittern und so. Boah. Boah, es fehlt an Blue Science? Alter, was? Warum? An Insertern wegen Circuits, weil Kupfer fehlt. Oh, ist ja schlimm. Dann müssen wir uns jetzt darum kümmern, dass wir schnell oben die Kupfermine auch ans Laufen bringen da. Die direkt gegenüber von dem Eisenteil ist. Das ist ja dringend. Das ist wirklich dringend. Dass wir hier das Kupferfeld dann auch ganz komplett abfarmen. Und hier auch die Steinfelder abfarmen. Hier, damit wir zumindest Beton noch rankarren können. Das wird ja. Oh, also mittlerweile, das Spiel wird zu einer richtigen Herausforderung im Endgame, finde ich jetzt. Also es gefällt mir aber. Also ich bin jetzt nicht am Motzen oder so. Das
eher, ich finde es genial, dass es so läuft. Das finde ich eigentlich gerade gut, dass es so eine richtige Herausforderung wird. So, hier stellen wir dann jetzt mal 50 Miner auf, ne? Oh ja, sehr schön. Na. Das sieht ja, das wird hier krasse Kupfer-Mining-Area schlechthin. Also kann man ja schon fast darüber reden, die Station auszubauen, dass die drei Waggons bekommt. So. Alter. Das wird groß hier, ey. Das wird, also. Wir machen es jetzt getreu nach dem Motto, was ich damals mal also angefangen habe. Und zwar: Go big or go home. Alles andere ist egal. Also entweder ganz oder gar nicht. Dieses Motto: Ich bin jetzt in letzter Zeit. Ich kann ja einfach noch mal ein bisschen hier rumquatschen. Was war noch so, was noch so ist. Und was war und so. Ich bin in letzter Zeit viel Europa Universalis am Spielen. Weil dieses Spiel, das hat, das gibt einem einfach so geile Möglichkeiten, was man da so für einen Schwachsinn machen kann. Also was für bescheuerte Nationen man bauen kann, das ist einfach nur, es ist einfach nur lustig. Und da gehe ich auch getreu nach diesem Motto vor: Go big or go home. Alles andere ist mir egal. Weil, ja, die Spiele bieten einem halt genau diese Möglichkeiten. Also auch Factorio. Und ich weiß auch schon, also das steht für mich schon länger fest, es wird eine Staffel 2 geben. Technisch gesehen ist das hier ja sogar Staffel 2. Praktisch gesehen noch nicht. Aber Staffel 2 wird anders. Und zwar gehe ich davon aus, dass ich in Richtung Mods mich orientieren werde. Also das ist meine erste Präferenz dazu, sag ich mal. Dass ich gerne ein bisschen mit Mods rumhantieren möchte. Ja, wie machen wir das hier jetzt am besten? Ich weiß gar nicht. Geht das hier gut auf einen? Ja, es geht eigentlich gut, ne? Ja. Das geht gut. Dann lassen wir das nämlich auch so. Und machen das hier nur zu einem solchen. Bauen das hier mal schön ab. Bis auf dieses Teil. Hier leitet man dann nämlich jetzt das Kupfer rein. Obwohl, wir können es ja eigentlich auch. Wir können es hier so sehr cool direkt daneben machen. Ja, das ist cool. Das gefällt mir. So. Ich habe sogar noch einen so einen. Wieso habe ich denn da nur einen von? Na gut, egal. Das müssen wir gleich mal ein bisschen umrüsten. Jawohl. Dann gibt es hier das und das. Und wir brauchen jetzt technisch gesehen schon mal Strom. Ah, das war mit den Zweien, genau. Das war, also das ist so eine Sache, die finde ich ein bisschen blöd an den Minern. Da würde ich mir irgendwie eine Mod wünschen, wo man mit einem STRG-Klick einfach nur ein Modul dieser Art reinklickt. Das wäre eine ganz einfache Funktionalität, dass ich nicht mit Modulen etwas vollpacke, sondern nur eins. Und mit dem nächsten Klick noch eins. Also immer nur einen Slot vollpacken, weißt du?
Das fände ich eine ziemlich coole Funktion, weil das würde mir nämlich genau solche Sachen wie mit den Erzförderern hier und auch mit den Assembling Machines würde mir das massiv erleichtern, da Module reinzupacken. Aber wenn man immer überlegt, okay, ich muss hier einzelne Module da reinschmeißen und da die drei vertragen können, muss ich da immer einzeln zwei reintun. Das ist ein bisschen nervig. Kann man mal einfach gelinde so sagen. So. Das könnte man besser lösen. Aber das ist nur eine Meinung. Ich weiß ja nicht, ob ihr eine andere dazu habt. Also meine Meinung ist so, dass ich das gerne anders hätte. Aber da lasse ich mich auch gerne immer wieder belehren. Oder vielleicht eines Trickes und Tipps belehren. Weil es gibt manchmal die besten Tipps, die kriegt man meistens von Leuten, die andere Ideen haben. So. Sehe ich nur, dass der da nicht gepowert ist, der eine. Der muss also dahin. Jawohl. Jetzt haben wir nur den einen da hinten nicht gepowert. Müssen wir eben noch machen. Und die unteren sind... Alles klar, hier wird jetzt massenhaft Kupfer auch noch eingelagert. In dieses Konstrukt. Finde ich total cool, wie wir das hier gelöst haben. Wir müssen nur ein bisschen Material uns dann holen, um hier noch bessere Splitter reinzupacken. Und wir sollten hier noch eine weitere dieser Bases... wie heißen sie? Dieser Basen hier hinsetzen. Genau. Sagen wir davon mal einfach zwei Stück hier hin. Dafür fehlen nur halt die Walls. Gut. Hier kommt dann jetzt auch noch Kupfer mit dabei. Das ist schön soweit. Sogar sehr schön, dass das soweit gut funktioniert. Das Eisen, das splittet sich ja auch schön rein. Das läuft. Also das mit dem Eisen hier und dem Kupfer, das läuft schon ganz passabel. Schicken wir den mal zurück. Fahren noch eben mit dem Ding. Und ich sag währenddessen schon mal, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Denn ich hoffe jetzt einfach mal, dass ihr dann auch wieder dabei seid. Ich bin's auf jeden Fall. Und ich sag einfach bis dahin. Euer Karo 7.